Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft. Und willkommen zurück bei Ganz viel Zeug ist fertig. Wilma in Stardew Valley. So, Eier brauchen Eier, deswegen erstmal für so lecker Mayonnaise. So, dann sind auch zwei Brombeerweine fertig und einmal Öl. Das finde ich sehr fein. Dann ballern wir doch nochmal ein bisschen Wein rein. So. Zack. Und auch ein bisschen Weintraubenwein, also klassischer Wein im eigentlichen Sinne. Und war doch Mais, oder? Ja, sehr schön, Maisöl. Nein, falsche Kiste, Sekunde. Dich packen wir hierhin zurück. Jetzt können wir auch mal die Höhlenkarotte beiseite packen können. Platz ist ja Gott sei Dank genug und die Eier müssen weg, genau. So. Dann erstmal in unsere Erzeugniskiste. Zack, zack, zack. Wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir möglichst heute, je nachdem, ich muss mal schauen, was draußen auf dem Feld so los ist, erntetechnisch. Ah, Mais ist los, Weintrauben sind los, alles klar, da könnten wir theoretisch ein bisschen was verkaufen. Habe ich hier gar keinen Köder reingetan? Nee, Tatsache. Oh mein Gott. Diese ganze Zeit, die ich verschwendet habe. Molto dramatico. So, aber erst einmal ernten wir ganz normal den Mais. So, und gießen müssen wir natürlich auch. Das war daneben. Ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, Wasser ist, kann man ja verschwenden einfach. Ich meine, gut, ich verschwende es ja letztendlich nicht. Ich gebe es nur der Erde zurück. Muss man ja auch mal so sehen, ne? So, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass wir jetzt endlich diese ganzen Sprinkler haben. Ich war ja vorher immer ein Elend, da irgendwie mal zu Potter zu kommen. Sonst müssen wir nichts gießen. Die wachsen Gott sei Dank von selber. Gut, dann schauen wir nach den Dixie Chicks und geben dir natürlich auch... Ja, dir auch einen guten Morgen, kleiner Muck. So, alle durch. Ja, sieht ganz in Ordnung aus. Sehr schön. Und wieder mal gibt es Eier. Sehr schön. So, was wir auch versuchen wollen, nebst der Tatsache, dass wir uns endlich einen großen Stall bzw. eine große Scheune holen, wo wir dann ganz viel... Oh, da hat mich aber jemand schon mehr liebt. Liebt, genau. Lieb. Ja, wie gesagt, unser Ziel ist, dass wir genug Kohle haben. Da sind noch keine Pilze fertig, okay. Damit wir uns ein weiteres Hofgebäude holen können. Ach, und ich habe schon wieder beinahe vergessen. Es ist doch zum Mäusemerken. So, jetzt schauen wir auch endlich mal, was in der Post steht. Dachte, ich gebe dir dieses Rezept, das ich rumliegen hatte. Versuch es nicht zu verbrennen. George, gebratener Aal. Sehr cool, mein lieber George. Vielen Dank dafür. So, wir haben gerade nichts mehr frei, um was fertig zu machen. Das ist schade. So, du passt aber auch noch da rein. Die weißen Eier passen auch schon nicht mehr. Gut, dann lassen wir die einfach im Inventar. Wir wollen ja jetzt erstmal nirgendwo hin, großartig, in die Mine oder so. Ja, was machen wir? Was können wir denn verkaufen? Was haben wir denn hier alles? Das Doofe ist, ich kenne jetzt den Wert der Sachen nicht. Ich würde tendenziell lieber gerne andere Dinge verkaufen. Ich könnte ja versuchen, die Erzeugnisse direkt im Laden zu verticken. Ich weiß gerade nicht, ob der sie uns abnimmt. Ich muss doch mal ganz kurz seinen Namen gucken. Der ist mir gerade entfallen tatsächlich. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn da? Genau, Pierre. Ach, natürlich, der Pierre. Sehr schön, mehr Mayonnaise. Das ist super. Dann holen wir uns hier mal die ganzen Erzeugnisse raus. Ja, die Herbstzeit, wie gesagt, die klemmen wir uns fürs nächste Jahr. In den 3 Tagen wird das sowieso, glaube ich, nichts mehr. Es würde mich zumindest wundern. Formulieren wir es so. So, wir brauchen noch 1025 genau, um uns die große Scheune leisten zu können. Grüß dich, Pam. Ach, ich habe übrigens, haha, ich habe recherchiert, wofür der Skelettschlüssel so gut ist. Und vielleicht zeige ich es diese Folge noch, vielleicht nicht. Mal schauen, wie sich so der Tag, beziehungsweise die beiden Tage, wir machen ja immer 2 Tage in einer Folge, entwickeln. So, ich suche nach jemandem. Ah, oh, schon wieder Kupfererz und Clint. Ich werde jetzt nicht in die Mine gehen. Von daher, was ist da? Die Geisternacht. So, wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen was an den Mann bringen können. 168.
1064 und zack, wir haben genug. Geil! Du nimmst aber nicht das Öl. Was ist denn nur mit dir? Gut. Wenn du meinst. So, wo wollte ich lang? Moment, brauchen wir fürs Community Center Öl? Ich muss gerade mal schauen. Ja, Trüffelöl, stimmt. Ich entsinne mich. Hier brauchen wir Granatapfel. Ja, diverses Obst. Honig, Käse oder Ziegenkäse. Hier haben wir bisher auch nur die großen Eier. Da brauchen wir noch eine große Ziegenmilch, Wolle, große Milch oder ein Entenei. Wobei ich mich frage, wie man an Enten kommen soll. Das hat sie mir noch nicht erschlossen. Da werden wir bald auch fertig sein. Hier werden wir noch ganz lange brauchen. Schwarzbrett, genau da wollte ich eigentlich hin. Brauchen wir nirgendwo Öl? Ich habe das irgendwie... Ein Hasenfutter und ein Granatapfel. Okay, okay, okay. Und hier brauchen wir noch die Entenfeder und den Rotkohl. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ich da rankommen soll. Aber egal, jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns ein neues Hofgebäude erstehen können. Ich weiß gerade offen gesagt noch gar nicht, wo ich es stehen haben will. So, Hofgebäude errichten. Stall, wo wollte ich? Schuppen. Ach, verdammt, da fehlen noch die 300 Holz, die habe ich zu Hause liegen lassen. Gut, einmal schnell zurück. Ich meine, wir haben das Holz ja da. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir es gar nicht haben. So, zack. Was haben wir eigentlich noch für Aufgaben? Ach ja, immer noch der Kopf für Linus und der Schädelschlüssel. Ja, gut. Oh, ich meine, ich habe mir die Tage mal so... Als ich unterwegs war, durchgelesen wurde, wo man den Kopf findet. Aber ich find's, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war am Eingang der Mine. Gucken wir gleich mal eben. Habe ich irgendwie so ganz dunkel im Hinterkopf. Aber wie gesagt, nicht sauer sein, wenn ich mich jetzt vertue. Wir nehmen eben die Lore, dann sind wir schneller da. Moment, da sehe ich gerade was. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte meine Hacke dabei, deswegen hatte ich jetzt überlegt. Da im Boden die Würmchen. War das nicht hier irgendwo? Ich hätte schwören können, dass das irgendwie am Mineneingang war. Wie gesagt, ohne Gewehr, vielleicht vertue ich mich hier auch. Och, ein Eichhörnchen. Schnell hoch, das Bäumchen. Da kommt man nicht hoch. Nein? Okay, alles klar. Dann habe ich mich doch dann... Ich werde es nochmal eruieren, denn ich weiß jetzt nicht, ob diese Quest noch bis in die nächste Jahreszeit hineinreicht. Kann ich gerade echt nicht sagen. Deswegen keinen blassen Dunst. Oh, eine Häselnut. Die nehmen wir noch mit. Haben oder nicht? Nicht wahr, ihr Lieben? So, jetzt aber endlich mal den großen Schuppen bauen. So, zack. Hofgebäude. Ding, ding, ding. Schuppen, bauen. Nein, ich will nicht den... Aber wollen wir den hier direkt nehmen? Ich glaube, das fände ich gar nicht so schlecht. Ich mache das aber hier, dass man noch im Zweifel an Silo rankommt. So, da kommt er hin, der Gute. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Schuppen zu arbeiten. So, hast du noch was Feines für uns? Vielleicht so ein bisschen Geld, weil wir sind gerade echt ein bisschen knapp bei Kasse. Ich muss da eben was schauen. Hierfür brauchen wir... Ach genau, da scheitert es noch ein bisschen an den Erdkristallen. Da brauchen wir eigentlich nur Kohle und Steine. Und hier das Eichenharz. Bleibt die Frage, wie kommen wir an die Rohstoffe ran? Ich weiß es nicht. Da wir, ja, gut, klar, natürlich, ich meine, nicht falsch verstehen. Natürlich weiß ich grundsätzlich, wie man an die Rohstoffe rankommt, so ist das nicht. Nur, ich weiß jetzt gerade nicht, was der sinnigste Weg ist. Ich denke, wir werden uns erstmal ein bisschen um Holz kümmern, weil das ja unser Hauptrohstoff ist. Daraus können wir dann ja zwischendurch immer noch ein bisschen Kohle machen. Und der Rest, der wird sich schon früher oder später zeigen, denke ich. Nur, wie gesagt, die Frage, wie wir an die Erdkristalle kommen, haben sich... Da habe ich noch keine Antwort drauf. Weil ich jetzt ungern nochmal so oft in die Mine möchte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man... Craften kann man die mit Sicherheit nicht. Und ich glaube, kaufen kann man die jetzt auch nicht bei... und habe ich... Ich habe das Gefühl, ich übersehe die ganze Zeit irgendwas. Ja, egal. Kaufen meine ich, kann man die auch nicht. So, Mayonnaise ist fertig. Und Gelee, das ist doch sehr schön. Moment.
So, nehmen wir das einmal raus. Können wir den Mais einlegen? Jo. Mais brauchen wir auch, um Öl zu machen. Wir legen die Weintrauben ein. Zack. So, dann nehmen wir doch die Eier. Pöck, pöck. Sehr schön. So, aber euch kriegen wir da noch einen. Genau. Wo waren jetzt die Pilze? Ach, egal. So, erstmal wieder ein bisschen Erzeugnisse wegpacken. Zack, zack, zack. Können natürlich auch vielleicht ein bisschen was zu einem Mampf verkaufen, ne? Oder verschenken. Ach, da fällt mir ein, stimmt, ich wollte ja, haha. Ich wollte mich doch bei unserem Zaubererfreund so beliebt machen. Das sollte ich nicht vergessen. Denn ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, aber der gute Wusa, der hat mir mal gesteckt, dass es beim Zauber irgendwie ziemlich geile Freundschaftsbelohnungen gibt, wenn man den entsprechend weit hat. Und deswegen sollten wir da, denke ich, doch mal tätig werden. Grüß dich. Frau Penny bringt mir bei, wie man in Schreibschrift schreibt. Ach, das ist doch herrlich. Wobei gut, herrlich sei mal dahingestellt. Wenn die so eine Schrift hat wie ich im richtigen Leben, dann ist das gar nicht mal so herrlich. Wie das aussieht, aber gut. Wir wollen mal das Beste hoffen. Sie als kleines, kreatives Mädchen dürfte das ja, denke ich, hinbekommen. Mit dem Schreiben. So, das gefällt dem Guten wieder. So, wo stehen wir denn jetzt schon bei ihm? Ein Herz immer noch. Und ich mache dir so viel Geschenke. Manu. Egal. So, wollen wir uns bei noch wem einschleimen? Vielleicht bei Penny zum Beispiel? Mochte die nicht irgendwie Kürbisse oder und Melonen oder so? Ich meine, wir hatten dir doch mal eine Melone geschenkt, das war ein Volltreffer. Würde ich sagen, sollten wir da doch mal am Ball bleiben. Und natürlich hier noch den Pilz mitnehmen. Ihr wisst ja, zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Bleibt die Frage, wo ist sie gerade? Der Unterricht müsste vorbei sein. Ich glaube, die könnte schon zu Hause sein. Das weiß ich jetzt gerade allerdings nicht. Wie stehen wir überhaupt bisher bei ihr? Oh, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bei Emily genauso. Shane, ja, der ist gerade am Arbeiten. Ich finde es cool, dass man da immer direkt die Arbeitsklamotte sieht, wenn die gerade beschäftigt sind. Das ist nämlich sehr praktisch, weil man dann weiß, wo genau die sich gerade rumtreiben. Und das ist doch schön. Ach, stimmt, wir haben hier hinten noch eine Reuse liegen. Im Vase. Yay, Müll, den können wir recyceln. So, komm, dann nehmen wir eben noch die an der Küste mit, die Reuse. Und dann ist der Tag auch schon wieder bald vorbei. Die magische Miesmuschel. So, und noch eine magische Venusmuschel. Und das war's. Stimmt, wir können auch mal das Holz sammeln hier für die Brücke. Dann können wir die fertig machen. Dann haben wir da hinten immer ein paar Korallen. Ich meine da zumindest mal welche gesehen zu haben. Zumindest sah es aus wie eine Koralle. So, jetzt die gute Frage. Wo sind sie? Wo sind sie? Ist sie zu Hause? Nope, zu Hause ist niemand. Ach, guck an, die Lea, die sieht man auch mal wieder. Mensch, das ist ja mal ein Ding. Haben wir irgendwas Gescheites, was wir ihr schenken können? Ja, die Venusmuschel zum Beispiel. Einfach, dass wir mal ein paar Punkte sammeln. Ich hoffe, dass es auch überhaupt gefällt. Aber wie soll man denn da rankommen? Danke dir. War ja jetzt nicht gerade ein Volltreffer. Schade, aber gut. Ja, Quizfrage, wie kommt... Ah! Cool. Wisst ihr was? Ich würde sagen... Ja, das geht leider nicht. Alter, ist das ein Labyrinth oder was soll das hier? Hä? Ey, wie soll man denn... So, da sehe ich was zum Anpacken. Aber... Ich komme da nicht ran. Warum nicht? Alter, das ist doch Käse. Ich krieg da nichts gefällt. Das ist heftig krass. Warte mal, ist hier vielleicht noch ein zweiter Durchgang?
Nope, anscheinend nicht. Ha. Huh. Komisch. Also falls jemand einen Weg kennt, wie man da rankommt. Ihr wisst ja, die Comments sind nicht weit. Zumindest das Feld zum Eingeben. Ob die Comments weit sind, das, ihr Lieben, habt alleine ihr in der Hand. Oha. Oha. Bäh, es ist so dreckig hier drin. Oh. Kopfgeburt. Entschuldige, dass es so unordentlich ist. Ich war gerade dabei, alles sauber zu machen. Oh, da lacht sie. Wie süß. Du hilfst mir? Du sagst das nicht nur so, oder? Oh, da freut sie sich. Okay, du kannst da drüben anfangen. Ich mach die Küche sauber. Gut. Machen wir, ist doch kein Ding. Ich bin doch ein Gentleman. Guten Tag. Was machst du da? Hör sofort auf. Ich hatte alles genauso, wie ich es mag. Peinlich. Mutter, das Haus ist ein totaler Saustall. Kopfgeburt und ich wollten nur ein wenig aufräumen. Schnief, schnief. Warst du gerade in der Kneipe? Du riechst nach Bier. Oh, da ist sie sauer. Es geht dich absolut nichts an, wo ich hingehe. Es geht mich wohl was an. Ich will nicht, dass du dich selbst zerstörst. Oh, da hast du fuchsteufelswildrote Augen. Verstehst du nicht, dass sich dein Verhalten auch auf mich auswirkt? Hör auf, so egoistisch zu sein. Egoistisch? Ich hab dir ein Dach über dem Kopf und Kleidung gegeben und du nennst mich egoistisch, du undankbares Kleines. Unangenehm. Und ich bin weg. Du gehst besser. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest, Kind. Alter, ich bin kein Kind. Er ist ein netter junger Mann. Aber ich will nicht, dass du andere bittest, mein Haus aufzuräumen. Es ist peinlich, verstehst du? Ja, Mutter. Oh Mann, oh Mann. Ja, mit so einer Mutter, die regelmäßig Alkohol trinkt, das ist nicht schön. Aber gut, wir nutzen noch die letzten paar Minuten, die noch Tag ist, würde ich sagen, und fällen unterwegs ein paar Bäumchen, dass wir noch an ein bisschen Holz kommen. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal von hier die Bäume, da können die bei uns auf der Farm noch ein bisschen wuchern. So, dank unserer patentierten Stahlachse geht das Gott sei Dank ziemlich schnell. Inzwischen, muss man sagen. Nicht so anfangs, wo man 15 bis 20 Schläge brauchte. Ach Gott, das waren noch Zeiten. Aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Stahlindustrie sei Dank. Und an der Stelle, wo wir schon gerade bei Stahlindustrie sind, GZ nochmal an die IG Metall zum Vertragsabschluss. Habt ihr gut gemacht. Endlich mal wieder eine Gewerkschaft, die sich auch mal so zurecht nennt. Und nicht nur Mitgliederbeiträge kassiert. Aber egal, gut. So, wir müssen auch mal hier so ein bisschen was sehen. Und Steinchen haben wir ja auch noch. So, zack. So, ich stehe jetzt ganz kleines bisschen links davon. Das heißt, yo, Tatsache, er fällt tatsächlich nach rechts um. Das finde ich super. Also, dass da auch so entsprechend Verlass drauf ist. So, der kann ruhig nach links fallen. Das ist mir wurscht. Ist ja nicht so, dass das ins Nichts fällt. So, und zack. So, haben wir wieder ein bisschen Klarschiff gemacht hier. Dass wir wieder was sehen mögen. So, komm, hauen wir die Steine hier auch mal alle weg. Zack. So, ich würde sagen, wir gönnen uns noch 1, 2, 3 Bäume. Noch ist ja nicht Mitternacht. So, den holen wir uns auch noch und dann würde ich sagen, hören wir eine Runde Kissenradio. So.
schön viel Holz. Oh, das war jetzt wirklich sehr viel Holz. Ach nee, wir haben ja noch, wir haben ja noch den Rest im Inventar, als wir uns das Gebäude hier genehmigt haben. Deswegen ist es relativ viel. Ne? Also es ist jetzt nicht so viel, wie ich im ersten Moment dachte. Muss ich leider gestehen. Haben wir hier nicht? Nee, da nicht, da nicht, da nicht. Haben wir da. Hä? So, warte mal, wo wollte ich denn genau? Harz, Steine. So, Eier brauchen Eier. Ich würde sagen, wir sollten aus dem Holz vielleicht doch nochmal hier und da ein bisschen Kohle machen. So. Weg mit den Eiern. Pilze oder so haben wir auch nicht. Ach, haha, wir haben hier noch was zum Recyceln. Stimmt. So. Ja, keine Sorge. Moment, ich schaue eben noch ganz kurz, ob es Rezepte gibt. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Mit einem weiteren Tipp. Der Winter steht vor der Tür, das heißt, dass erstmal Pause im Hofbetrieb angesagt ist. Es gibt keine Aussaat im Winter, außer du bist glücklicher Besitzer eines Gewächshauses. Aber es gibt trotzdem eine Menge zu tun. Mehr dazu das nächste Mal. Ach, wir können gar nichts aussehen im Winter. Okay, komm, dann holen wir eben noch die Kohle raus. So, jetzt aber ab ins Bettchen, bevor wir gleich umkippen. Ich muss noch ganz kurz einen Schluck trinken. So. Ah, mit geölter Stimme geht es direkt viel besser. So. Rein mit dir. Haben wir nicht irgendwo anders noch Pilze? Ach stimmt, hier ist ja noch jede Menge Platz. Haha! Und siehe da, es war Pilze und noch Weintrauben. Habe ich nicht dem anderen noch Weintrauben? So, Haselnut haben wir da auch. So, euch packen wir da hoch. Haha, wieder einen Platz gespart. Das finde ich sehr schön. So. Dann, oh ja, es gibt was zu ernten. Sehr schön. Entschuldige, was gestern bei mir passiert ist. Meine Mutter kann manchmal echt schlechte Laune haben. Vergiss bitte einfach, dass das passiert ist, Penny. Ach, Penny, Mensch, ist doch alles in Ordnung. Hallo Kopfgeburt, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern, die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bürgermeister Louis, ja sehr gerne doch. So, dann sammeln wir mal hier alles auf. Ja, schade, dass wir jetzt auch nichts mehr aussehen können, was sich irgendwie lohnt. So, ich sammle auch ein. Aber ich habe schon eine Idee, was ich machen kann, wenn ich im Winter tatsächlich gar nichts aussehen kann. Wie gesagt, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. So, ich glaube, geerntet haben wir alles. Heißt, jetzt geht's ans Gießen. Glück, Glück, Glück. So, und bevor ich sie gleich wieder vergessen habe, einmal Ette hier. Ich befürchte, weil wir schon den 26. Tag haben, dass mir die ein oder andere Pflanze möglicherweise eingehen wird. Aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das können wir verschmerzen. Haben wir doch, denke ich, aus dieser Jahreszeit einigermaßen passabel Kapital geschlagen. Ja, Gießen bringt tatsächlich nichts. Gut, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Hallo, kleiner Salem. Ah, oh, ich hätte dich auch lieb. Ah. Ich finde es so faszinierend einfach. Ich meine, bevor ich mit meiner wundervollen Frau Nadine zusammenkam, hatte ich nie Katzen oder so und ja, waren halt für mich in Anführungsstrichen nur Tiere. Aber mittlerweile sehe ich das echt komplett anders. Und allein beim Gedanken an das Miauen einer Katze werde ich einfach schon glücklich. Das klingt jetzt vielleicht total doof, gerade wenn man keine Katze hat oder keine Haustiere oder so. Aber ich denke, diejenigen unter euch, die vielleicht ausgiebige Katzenerfahrung haben, ich glaube, die können das ganz gut nachvollziehen. Und nein, ich schäme mich überhaupt nicht dafür, sowas zu sagen. Das ist für mich normal. So. So, wir haben schon 10 Kohle. Warte mal, was wollten wir denn nochmal aus der Kohle machen? Genau, ein Einmach. Ah, sehr schön. Wir können, glaube ich, schon wieder ein Einmachgefäß machen. Nein, hier unten wollte ich dran. Danke. So, dazu müssen wir aber erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und da alles reinknallorn.
Den Müll können wir gleich direkt recyceln. Komm, wir ballern da direkt alles rein. Außer die Eier. Oh, zwei güldene Eier. Krass. Hat man auch nicht alle Tage. So, einmal recyceln und ein Einmachgefäß, bitte. Dankeschön. So, das stellen wir jetzt erst einmal hier hin und machen direkt was rein. Damit auch schön viel fertig wird. Ach, die kann, ja gut, klar, dass man die so nicht essen kann, macht irgendwie Sinn. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob das irgendwie geht, aber nö. So, dann die Brombeeren nehme ich auch raus, packe die dafür rein, weil die Brombeeren packe ich dann hier zu. Können ja sowieso hier mit in die Kiste eigentlich unserem Logiksystem nach, wenn wir denn eins hätten. Die Pilze packe ich auch mal in die andere Kiste, einfach weil da mehr Platz für Pilze ist. Ach, guck an, wir haben ja noch Kiefernstoff, das heißt, wir hätten uns eigentlich schon längst wieder ein paar köstliche, schokoladige Riegel machen können. Dann machen wir das doch mal. Na, Moment. Zack, zack, zack. Pling. So, haben wir immer einen kleinen Vorrat im Kühlschrank. Sehr gut. Und wieder rein mit euch. Ach nee, die Kiefernzapfen sind weg. Stimmt. So, die güldenen Eier. Die kommen da auch rein. Die Saat, die... Wo packe ich die hin? So, erstmal da wieder Kohle rein. Wo packe ich die Saat hin? Haben wir... Nee, ach, unsere Hake haben wir ja doch dabei. Hatten wir nicht irgendwas wegbringen lassen letzte Mal? Nee. Schon gut, ich habe mich kurz vertan. Damit wir es nicht vergessen, würde ich mal sagen, dass wir schon mal unsere Erzeugnisse Richtung Verkauf bringen. Perfekt, direkt wieder zwei Mayonnaise fertig. So, zack, zack, zack. Damit wir wieder einen kleinen, aber feinen Taler kriegen. So, hier, da ist zwar Dünger, aber ja, was soll's bringen? Wo wir so viele Steine haben, ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht schon mal so ein kleines Grundgerüst überlegen. So eine Art Hauptstraße. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir führen diesen Weg hier weiter nach unten. Da können wir doch schon mal anfangen. So, dann holen wir uns erstmal 100 Stück. Alter, warum macht er das nur so sporadisch? So. So, da auch noch ein. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, wollen wir das hier so? So. Machen wir erstmal schon mal so einen Weg, dass wir schon mal so eine Grundstruktur haben, wie es laufen soll. Sondern überlegen, ob wir hier wirklich alles, überall Felder hin machen oder wie das Ganze aussehen soll. Habe ich euch jetzt gegossen? Doch, stimmt, ne, ich habe hier noch nicht gegossen. Alles klar. Könnten natürlich auch sagen. Und ich glaube, ich finde den Gedanken gar nicht so verkehrt. Wir ersetzen mal unsere Holzwege mit Stein. So, holen wir uns nochmal 100 dazu. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie viel wir brauchen. Aber ich würde sagen, das macht Sinn. Oh, Honig ist fertig. Voll der Honig. So. Machen wir alles hier schön weg. Die Frage ist nur, kriegt man... Moment mal, kann man die Holzwege eigentlich irgendwie... Nee. Das macht jetzt nur bedingt Sinn. Ich habe jetzt, weil... Das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir sowieso die Wege haben. Also, wisst ihr, was ich meine? Weil man kann die ja jetzt nicht zurückverwandeln. Aber ich denke, wir sollten zumindest hier unsere Hauptstraße vielleicht mal steinern gestalten. Das fände ich, glaube ich, nicht verkehrt. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden später die Steinwege auf jeden Fall noch brauchen. Keine Sorge. Da wird nichts schlecht bei uns. Abgesehen davon, dass Stein sowieso nicht schlecht wird. Aber das, ihr Lieben, ist ein vollkommen anderes Thema. Wildhonig. Wie kriegen wir denn normalen Honig hin? Wartet mal. Brauchen wir dafür so eine Ölpresse und müssen das da irgendwie reinpacken? Kann das sein? Also ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt komplett geraten. So, rein mit dem Quarz.
Ach, wir haben noch eine gefrorene Geode. Oh. Kiefernteer haben wir keine. Nope. Ah, perfektes Timing. Das Öl ist fertig. Nein, es geht natürlich nicht. Oder müssen wir das hier in so ein Einmachgefäß? Oh, ich weiß es gerade echt nicht. Sorry, Leute. Ich weiß noch nicht, wie wir an den normalen Honig dann kommen sollen. Bin da gerade echt ein bisschen überfragt. Also, wir packen die Straße mal da rein. Ach, da habe ich ja sowieso noch einige Wege über. Das Holz lasse ich mal im Inventar. Das werden wir gleich mit Sicherheit noch verwenden können. Warum wollte ich jetzt den Feuerquarz? Den wollte ich doch gar nicht. Ja, da ist schon direkt die nächste Kohle fertig. Super. So, und weil wir doch so viel Kohle brauchen für weitere Fermentierfässer, würde ich sagen, sollten wir ruhig noch ein paar Bäume fällen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir sagen mal eben Penny hallo. Ich würde sagen, wir schenken ihr das Glas mit Honig. Obwohl, in dem Moment, die mag doch... Ah, wir schenken ihr einen Kürbis. Da freut sie sich bestimmt. So, und wir sortieren einmal das Ganze, damit wir hier auch unsere Hacke haben und einmal das hier rausholen können. Prähistorische Handaxt, wow. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, aber gut. Öfter mal was Neues, ne? Der Bürgermeister. Ich hoffe, dass auf deinem Hof gut läuft. Jo, doch. Genau, morgen war das am 27. So, wir gucken nochmal, wo Penny ist. Ich denke mal, die treibt sich bestimmt wieder irgendwo da hinten rum und unterrichtet die Kleinen. Oder haben die schon Schulaus? Ah, ein Schneckche. Da sage ich doch nicht nein. Ja, komm, dann holen wir auch eben noch den am Strand. Machen den leer. Buddeln dabei noch kurz ein Röntchen. Da-da-da-da. Ein weiteres verlorenes Buch. Und Golderz. Auch nicht schlecht, weil man im Dreck so alles findet. Zum Beispiel Müll. So, zurück. Wir haben einen Kürbis zu verschenken. Wie gesagt, ich hoffe, ich komme da jetzt nicht durcheinander mit Jody. Aber ich meine, Penny hätte der Kürbis so gefallen. Ah, da ist er. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir eine Freude machen können. Danke dir, das sieht speziell aus. Ja, heißt speziell das Scheiße auf gut Deutsch gesagt oder heißt das gut? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber wir können mal gucken, was hier das im neuen Buch steht. Reise des Präriekönigs, der Bombenerfolg unter den Videospielen. Wusstest du, dass jeder, der Reise des Präriekönigs abschließt, automatisch an einer Auslosung um einen besonderen Preis teilnimmt? Wusstest du, dass der Entwickler gesagt hat, dass der Protagonist auf einer echten Person basiert? Ein wahrer Cowboy-Held von einer Prärieinsel in der Edelsteinsee. Aha! Cool, cool. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier schon diese prähistorische Handaxt haben. Aber ich glaube tatsächlich... Da, doch haben wir. Können wir die trotzdem spenden? Auch wenn die doppelt ist? Ich muss gestehen, ich weiß es gerade wirklich nicht. Als hättest du irgendwas, das du dem Museum spenden kannst. Ja gut, okay, alles klar. Dann wohl doch nicht, aber dann sollten wir die ja ohne weiteres, denke ich, zu Hause weiter benutzen können. Also benutzen im Sinne von verkaufen. Das fände ich schon geil. Boah, ich muss... Ey, ohne Mist, ich wette, das hier ist irgendwie der Korb. Aus irgendeinem Grund komme ich da nicht ran. Kann ich da was reinlegen? Nee, ne? Hm, warte mal. So, das bringt nichts, das bringt nichts, das bringt nichts. Das sowieso nicht, das bringt nichts. Schwert auch nicht. Och Mensch, das ist doch Käse. Mann, 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 Mann. Hm. Ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten Mal nachschlagen, wo der Kopf von Linus ist, weil das will ich auf jeden Fall schaffen. Und ich weiß nicht, ob das im nächsten Jahr noch geht. Das, wie gesagt, erschließt sich mir gerade überhaupt nicht. Was dann damit geht. Ach, Lea, Mensch, grüß dich. Hast du eine Küche in deinem Haus? Ja, komm doch mal zum Kochen vorbei. Wenn du eine Küche hast, kannst du alle möglichen leckeren Mahlzeiten zubereiten. Stimmt, ich kann ja auch... Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte ja auch, anstatt die Sachen zu fermentieren oder so, könnte ich ja was draus kochen und die Gerichte verkaufen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, aber ich bin mir da gerade echt nicht sicher, ob die jetzt so viel mehr bringen.
Ich unterstelle einfach mal, dass die, also es würde logisch sein, wenn das weiterverarbeiten mittels Fermentieren oder so, wenn das, naja, okay, das geht auch nicht, wenn das mehr bringt als das bloße Kochen, weil das Kochen geht ja immer zack, zack, ne, das schmeißt man ja rein und dann ist es direkt fertig. Und deswegen glaube ich einfach mal, dass das eher Sinn machen würde, wenn es nicht so schnell geht. So, was haben wir? Spiegelei, Sashimi, ja, das Übliche. Ja, komm, machen wir mal Sashimi. Na, die Eier haue ich jetzt nicht als Spiegeleier weg. Die haue ich lieber als Mayonnaise weg. Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, ich hatte doch schon mal Sashimi oder so. Nee, habe ich noch nicht verkauft. Wisst ihr was? Ich verkaufe mal das ganze Sashimi, weil da kommt man ja immer recht leicht dran. Wir wissen ja auch Gott sei Dank, wie es erzeugt wird. Nämlich mit Fisch. Überraschung. Und dem... Ah, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Okay, nur Wetterbericht und Wahrsage. Alles klar, keine neuen Rezepte erstmal hier. Oh Leute, ich habe jetzt echt vergessen, was ich gerade sagen wollte, weswegen ich jetzt hier Richtung Hof zurückgegangen bin. Ach, ja, genau, ich wollte was verkaufen. Und ich wollte die Sache mit den Rezepten gucken, aber ich habe da sowieso gerade nicht so viel, was ich machen kann. Deswegen ist er auch gar nicht so schlimm. So, das können wir auch verkaufen. Moment, oder... Nee, das können wir verkaufen, alles klar. Und wir verkaufen mal das Sashimi und schauen mal, wie viel es bringt. Den Waldhonig, Entschuldigung, den Wildhonig, den bewahren wir uns erst einmal auf. Weil, wie gesagt, Moment, wie viel Kohle brauchen wir dafür? Ach, perfekt, sehr schön. Wir haben ein weiteres Einmachgefäß jeden Moment. Zack. So. Es ist noch ein bisschen gedrungen hier, aber ich würde sagen, ich könnte dich auch einfach mal hier in die Küche stellen. So, wunderbar. Eine Fackelmann-Grillzange. Voll geil. Können wir eigentlich Eier einlegen? Nope. Kürbis können wir einlegen. Der bringt bestimmt einiges, weil der Kürbis an sich ja schon so viel wert ist. So, hatten wir jetzt noch ein Erzeugnis? Ja, den Honig, den behalten wir aber. Nope, soweit erstmal nicht. Gut, weg mit den Steinen, weg mit der Kohle. Golderz kann da auch zu. Haben wir gar kein Eisenerz mehr? Haben wir echt alles weggehauen? Krass. Nun gut, dann ist das wohl so. Ich würde sagen, wir fällen noch ein paar Bäume. Und erklopfen uns vielleicht das ein oder andere Steinchen. Ja, komm, wir können auch mal hier so auf Hartholz klopfen. Zack. Das war das, die ganzen Büschel hier wegmachen. Das sieht ja aus wie die Sau bei uns. Schlimm, schlimm, schlimm. So, zack. So, dann kloppen wir mal den großen Buddy hier platt. Bam, sehr schön. So, dann holen wir uns noch mal ein bisschen Hartholz. Ich weiß zwar gerade überhaupt nicht, wofür wir es noch brauchen könnten, aber irgendwas wird es mit Sicherheit geben. So, noch ein Bäumchen. Ich bin gerade so in Laune. Fall um, du Baum, der Holzfäller hat Laune. So. Dann schreddern wir hier noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum wir so viel... Also, wofür wir die ganzen Fasern irgendwann nochmal brauchen. Ich weiß es gerade echt nicht. Also gut, wir haben ja jetzt natürlich noch nicht alles an Rezepten irgendwie freigeschaltet oder so, aber... Würde mich trotzdem natürlich grundsätzlich mal interessieren, wofür man das brauchen könnte. So, komm, wir holen uns jetzt hier den dicken Otto noch. Und zack, komm. Ach stimmt, du warst der robustere von denen, ja. Ich habe mich schon gewundert, warum der andere so gefühlt so schnell ging. Moment, da ist noch was zum Ausbuddeln. Juhu, Lehm. Den haben wir, glaube ich, bisher auch noch nicht wirklich für irgendwas gebraucht, oder? Aber egal. So, wir machen jetzt erstmal Bubu. Schauen derweil noch, was unsere Verkäufer gebracht haben. Oh, sehr schön. Wir können noch ein bisschen mehr verkaufen.
Moment, zack. Die Mayonnaise, die gönnen wir uns noch. Zack, haben oder nicht, ihr Lieben, haben oder nicht. Das altbewährte Motto. Man merkt echt, mit zwei Mayonnaisefässern gehen einem echt langsam die Eier aus. Aber ist ja nicht schlimm. So, wir gehen ins Bettchen. Und schauen mal, was wir bekommen haben. Ja, 4.500, das ist okay. Okay, Öl bringt 100, das Sashimi bringt, wie viel sind das? Ja, 75 pro Stück, alles klar. Die Handachs 50, gut, das ist okay. Ist jetzt nicht die Welt, da bringen die Sachen hier schon deutlich mehr. Deswegen sollten wir da auf jeden Fall weitermachen. 14 Mayonnaise, 3.700. Ihr Lieben, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.